music of Fedora is like a painting. We can listen in this wonderful opera many, many, many different colors. In the first act, we can listen real black Russian color. In the second act, we can maybe listen white Paris sound. And in the third act, we can see, I think, light blue Swiss kind sound. It is an opera of sounds, absolutely. What is very exciting is that we are performing for the first time this opera. It is for all of us a debut. The most important role of this opera, of course, is the title role of Fedora. Fedora has not to be only a great singer, but also a great, great actor. And we are lucky to have Nadia Stefanov as our Fedora. Die Fedora ist eine typische Figur des Verismo. Sie ist komplex, impulsiv. Ohne groß Federlesen tut sie das, was ihr in den Sinn kommt und begeht damit natürlich in diesem Stück einen entscheidenden Fehler, den sie dann am Ende bitter bezahlt mit dem eigenen Leben. Natürlich kann ich mich mit verschiedenen Merkmalen identifizieren. Allerdings bin ich ein eher kontrollierter Mensch. Bevor ich etwas schreibe und abschicke, lese ich es mir lieber nochmal durch und vielleicht schlafe ich auch eine Nacht drüber. Und deswegen könnte mir vielleicht so ein Fehler nicht passieren. Herausfordernd ist für mich tatsächlich, dass es diese Produktion schon gab. Das ist leichter, weil man eben diesen Prozess des Entwickelns, Wiederverwerfens und sowas nicht hat. Besonders in diesen sehr psychologischen Inszenierungen interpretiere ich ja diese Figur und so nehme ich natürlich auch was mit. Wir haben hier ja eine Übernahme aus Stockholm und da sind die Proportionen natürlich verschieden. Es ist halt immer so, ich habe ja als Kind schon gefragt, was ist dasselbe und was ist das Gleiche? Und so ist es auch mit einer Produktion. Es gleicht dieser Produktion in Stockholm, natürlich ist es nicht dasselbe.
Das Bühnenbild lässt sich einfacher übertragen als zum Beispiel Kostüme oder das Licht. Und bei den Kostümen ist es ja auch ein Irrtum, wenn man glaubt, das passt einfach, was die angezogen haben, kann man den auch wieder anziehen. Nadja war wirklich ein Glücksfall bei der ganzen Geschichte, weil sie wirklich Modelmaße hat. Sie ist eine der wenigen, die eigentlich perfekt ins Kostüm gepasst haben und der das auch wunderbar steht. Wir haben versucht, quasi diesen Einheitsraum für den ganzen Abend zu finden. Und da kam natürlich diese Idee mit dem Bild auf, dass man einfach über das Bild Positionen und Inhalte nochmal verändern kann, ohne groß einen neuen Raum zu schaffen. Wir können sozusagen auf die Leute zoomen, wir können auch die Handlung verdichten damit. Und Sie werden sehen, es funktioniert wirklich gut.